Das Spezifische an der transarteriellen Chemoembolisation, das ist das lange Wort für die Abkürzung TACE, das ist ein interventionelles Verfahren. Das heißt, wir haben ein minimalinvasives Verfahren. Wir können Tumoren in der Leber behandeln. Wir gehen von innen durch die Gefäße zu den Herden und können diese dann vor Ort mit Partikeln als auch Chemotherapeutika zurückdrängen. Bewusst sage ich zurückdrängen, denn es ist kein vom Ansatz her heilendes Verfahren. Es kommt erst auf der palliativen Seite zum Einsatz, nämlich dann, wenn eine Operation nicht mehr möglich ist. Man muss ganz klar sagen, dass es immer wieder erfreuliche Verläufe gibt, auch durch die, sagen wir, modernen Verfahren und modernen Materialien, die wir bei der Chemoembolisation heute zum Einsatz bringen. Die Chemoembolisation ist letztlich ein angiografisches Verfahren. Das heißt, wir punktieren die Leistenarterie, gehen hier unter örtlicher Betäubung, damit es für den Patienten nicht schmerzhaft ist, in das Gefäßsystem hinein, gehen rückwärts gegen den Blutstrom hoch zur Leber, gehen dann wirklich mit feinsten Kathetern durch die ersten Katheter noch einmal hindurch, sodass der dünne Katheter, der am Ende wirklich in der Leberarterie vorgeführt wird, dieser Katheter ist unter einem Millimeter dünn, unglaublich weich. Das Ganze erfolgt unter Röntgenkontrolle. Unter dem Wort Chemoembolisation verbirgt sich ein ganzer Blumenstrauß an Möglichkeiten. Es ist im Ansatz die gleiche Technik, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können verschiedene Chemotherapeutika verwenden und wir können verschiedene Partikel verwenden. Es gibt Kunststoffpartikel, ganz feine, wirklich ultrakleine bis 40 µ, die dafür da sind, dauerhaft im Kapillarblatt des Tumors zu bleiben und dort eben die Gefäße zu verstopfen und das eben permanent. Und wir haben Partikel, die sich auflösen können. Das ist dann vor allen Dingen wichtig, wenn wir wissen, wir müssen mehrfach behandeln und wollen die Gefäße insgesamt eigentlich gar nicht verschließen, sondern nur höchstens die kleinen Gefäße vorübergehend. Und dann haben wir tatsächlich die Chance, beladene Partikel einzusetzen. Da ist die Chemotherapie auf den kleinen Mikropartikeln aufgesetzt, aufgedampft, würde ich fast sagen. In Wirklichkeit ist es über eine Ionenbindung. Und wenn denn diese Partikel im Tumorbett hängen bleiben, geben sie dann erst die Chemotherapie vor Ort ab. Das hat den Vorteil, dass weniger Chemotherapie in die Peripherie gerät, sondern wirklich mehr in den Tumor. Das hat gerade beim Leberkrebs in Studien gezeigt, dass das ein Vorteil ist und entsprechend setzen wir das Verfahren hier auch so ein. Es geht darum, Zeit zu gewinnen, Lebenszeit zu gewinnen, einen Tumor zurückzudrängen. Und das ist mit der Methode möglich. Sie wird oft auch kombiniert mit anderen Verfahren. Der Vorteil solcher Methoden ist grundsätzlich, dass wir mit einem interventionellen Verfahren, was keinen Bauchschnitt benötigt, die Patienten sind sehr schnell wieder auf den Beinen, man bleibt 2 Nächte im Krankenhaus, dann kann man schon wieder nach Hause gehen und erholt sich in der Regel sehr, sehr schnell. Das Schöne an diesem Verfahren ist wirklich, dass durch moderne Materialien dieses Verfahren, was es eigentlich schon viele, viele Jahre gibt, immer weiterentwickelt hat. Wir haben immer bessere Katheter bekommen durch die Industrie, die weicher sind und stabiler umgekehrt, sodass man immer noch behandeln kann, auch wenn der Weg viele Schlaufen und Abzweigungen schon aufweist. Das Ganze in modernen Angiografieanlagen, die immer weniger Röntgenstrahlung benötigen, um uns vor Ort zu bringen. Und das Ganze macht solche Verfahren natürlich immer besser einsatzbar.